Ich bin heute auf dem Betriebshof der Heinbahn in Lierenfeld. Das Verkehrsunternehmen hat eingeladen, um mal zu testen, wie die Busse funktionieren. Das Ganze machen die nicht ganz uneigennützig, sondern die wollen damit dafür werben, dass Busfahrer sich doch bei der Rheinbahn melden, um eben bei ihnen anzufangen. Und wir probieren es heute mal aus. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber sehr gespannt, ob es und wie es funktioniert. Und wenn Sie jetzt die Bremse, Fußbremse lösen? Ja. Dann weiter langsam an, okay. Ja, die Automatik. Okay. Automatik, alles klar. Gut, dann gebe ich Ihnen Gas. Spiegel sehen Sie genug? Ja. Geben Sie noch ein bisschen Gas, damit Sie merken, was passiert. Gut, jetzt halten Sie einfach mal an, damit Sie merken, wie die Bremse funktioniert. Okay. Und nochmal, alles klar. Durch bis am Ende der Geraden halten wir nochmal an. Okay. Gucken Sie rechten Spiegel, wie Platz Sie rechts haben. Weil ist ja etwas breiter als Ihr PKW. Ja, ein bisschen bei 2,5 Meter Breite sitzt man ziemlich weit links, Fahrstreifen gefühlsmäßig. Okay, so, dann bremse ich jetzt nochmal. Bremse nochmal. Okay, okay. Jetzt ist klar. Am Anfang ruhig ein bisschen Gas geben und dann nochmal stehen bleiben, bitte. Ja, meine erste Fahrt mit einem immerhin 18 Meter langen Gelenkbus der Rheinbahn liegt hinter mir. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es viel einfacher war als gedacht. Also es fährt sich aufgrund der Automatik relativ einfach. Es ist ein bisschen schwergängiger, nicht so ganz responsiv, wie man das so von einem normalen Auto kennt. Andererseits stelle ich mir das, wenn das wirklich in der Stadt passiert und man Gäste hat und Verkehr hat, stelle ich mir das ziemlich schwierig vor. Auf jeden Fall Respekt für Menschen, die so etwas beruflich machen.